Mitarbeiter sind das Kapital des Unternehmens. Das hört man oft Führungskräfte oder Geschäftsführer sagen. Der eine meint es ernst, der andere nicht. Personal ein ultra wichtiges Thema, über das ich heute mit Matthias Krebs sprechen möchte, der da ein ausgewiesener Experte in dem Bereich ist. Aber bevor wir jetzt tiefer einsteigen, Matthias, wer bist du und was machst du? Ja, hallo Michael, vielen Dank. Mein Name ist Matthias Krebs, hast du schon gesagt, 39 Jahre alt, lebe im wunderschönen Limburg an der Lahn, relativ zentral in Deutschland, in der Mitte zwischen Köln und Frankfurt. Ja, man kann sagen, ich bin seit über 20 Jahren mittlerweile in der Werkzeugbranche ununterbrochen. Mit 16 bin ich eingestiegen in die Branche, damals in den handwerklichen Beruf. Ich habe tatsächlich mal den Beruf des Schreiners gewählt. Mein Opa hat viel mit Holz gearbeitet. So bin ich positiv konditioniert worden und das war mein absoluter Wunschberuf. Und nach der Ausbildung waren für mich ein paar prägende Situationen. Zu mir ist immer der regionale Händler gekommen, hat uns Werkzeuge verkauft und ich wollte immer wissen, wer ist das, wo kommen diese Produkte her, was steckt dahinter? Und so habe ich mich entschieden, in den Vertrieb zu gehen und habe den Einstieg gefunden in der Berner Group. Ich war im Hause BTI und habe dort das Verkaufen gelernt, habe meine ehemaligen Kollegen, habe Schreiner, Tischler, Fensterbauer besucht und habe ihnen dann auch Werkzeuge verkauft, so rund um dieses Thema. Habe das knapp 3 Jahre lang gemacht und bin dann zur Industrie gewechselt, also ein Klassik vom Direktvertrieb zur Industrie. Bin im Hause Saint-Gobain aufgenommen worden. Saint-Gobain ist der globale Marktführer im Bereich der Schleifwerkzeuge, konventionell, aber auch für die Industrie. Und ich habe dort zum Einstieg die Fachhändler, die Großhändler, die PVHler, die Industriefachhändler und die Baustoffhändler betreut und habe dort dann am Ende auch das Key Account Management gemacht und auch die Einkaufsverbände betreut und war danach nochmal für 2 Jahre im Mittelstand als Sales Director, als Vertriebsleiter für Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und habe dort auch die Industrie, aber auch den Handel betreut. Und da gab es für mich so eine prägende Situation. Das war auch die Idee zu meinem Unternehmen, zur Gründung. Ich habe selbst dann am Ende natürlich auch Personalverantwortung gehabt. Und ich habe festgestellt, dass es sehr, sehr schwer ist, an Personal zu kommen, an gutes Personal. Und ich habe natürlich auch mir Unterstützung geholt. Ich habe mir Personalberater eingeschaltet, die uns unterstützen. Und die konnten uns aber nicht wirklich helfen. Die waren sehr weit weg von der Branche. Unsere Branche ist ja schon speziell, sehr eigen. So kam dann auch die Idee, warum gibt es niemanden, der eine hochspezialisierte Personalberatung hat, der Unternehmen dabei unterstützt, die richtigen Mitarbeiter zu gewinnen? Und so habe ich 2017 mein erstes eigenes Unternehmen gegründet, die Krebs Consulting GmbH KUK AG. Wir sind heute eine hochspezialisierte Personalberatung. Und wir fokussieren uns ausschließlich auf die Werkzeugbranche. Unsere Kunden sind die großen Hersteller im Bereich Handwerkzeuge, Elektrowerkzeuge, aber auch die PVHler, die klassischen Fachhändler und natürlich auch die Verbände. Und als absolute Branchenexperten unterstützen wir genau diese Unternehmen dabei, dass diese zum erforderlichen Zeitpunkt die richtigen Mitarbeiter an Bord haben, um eben die anspruchsvollen Ziele zu erreichen. Und das tun wir mit eigens entwickelt auf unsere Branche entwickelte Recruiting-Produkte und Dienstleistungen, die wir, wie gesagt, maßgeschneidert auf die Hersteller, auf unsere Händler und auf die Verbände hin entwickelt haben. Und das mache ich mit ganz, ganz viel Freude und Leidenschaft. Und das ist kurz zu meinem Werdegang, wer ich bin, wo ich herkomme und was ich heute tue. Okay, vielen Dank. Lass uns da gleich mal einsteigen. Du hattest im Vorgespräch dann ein schönes Beispiel gebracht mit der fachlichen Suche und der sagen wir mal, persönlichkeitsorientierten Suche von Mitarbeitern. Kannst du uns das nochmal ausführen? Weil das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Na gut, grundsätzlich ist vielleicht eins vorher zu sagen, so vom Mindset her. Es ist extrem wichtig, dass gerade die regionalen Fachhändler, die stehen ja durch ihre Regionalität sehr, sehr stark auch im Wettbewerb, dass man dort ein paar wesentliche Punkte beachtet, wenn es um das Thema Mitarbeiterrekrutierung geht. Ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, dass man heute verstehen sollte, dass unser Personal, unsere Menschen, die für uns tätig sind, der Game Changer Nummer eins ist für Unternehmen. Sie können sich heute
mit vielen USPs versuchen abzuheben. Sie haben Produkte mit Alleinstellungsmerkmalen. Das ist alles gut und schön. Aber wenn Sie letztendlich nicht die richtigen Mitarbeiter für die richtige Position haben, dann nützt Ihnen auch entsprechend das beste Produkt nicht. Deshalb ist es extrem wichtig zu sagen, hey, Personal, das ist doch unser Game Changer Nummer eins. Dann ist der zweite Punkt, der auch extrem wichtig ist, man muss heute verstehen, wie der Markt im Bereich Personalrekrutierung funktioniert. Heute ist es so, auch wenn das vielleicht viele nicht so gern hören, aber es herrscht ein absoluter Bewerbermarkt. Es ist einfach heute so, dass viele Kandidaten sich ihre Unternehmen und ihre zukünftigen Arbeitgeber aussuchen können. Und deshalb ist es heute so, dass Unternehmen sich beim Kandidaten bewerben. So verrückt sich das anhört, aber das ist einfach heutzutage. Und das muss man erstmal realisieren und auch annehmen. Ein weiterer Punkt, der auch ganz, ganz wichtig ist, ist das Thema Unternehmenskultur. Ein Mitarbeiter, wie ich schon gesagt habe, der sich heute die Unternehmen aussuchen kann, wird sehr, sehr intensiv diese Unternehmen vergleichen. Und wenn ein Unternehmen gar keine Kultur hat, keine Werte hat, keine Missionen hat, für was stehe ich, für was stehen meine Mitarbeiter, dann ist es auch schwer, wirklich gute Mitarbeiter zu finden, denn diese Mitarbeiter achten sehr darauf. Die wollen herausfinden, decken sich die Unternehmensvisionen, also die Unternehmenskultur mit meinen Werten. Und das muss ja letztendlich auch matchen. Das ist extrem wichtig. Und der dritte Punkt ist das Thema Employer Branding, Arbeitgebermarke. Hier geht es wirklich darum, nicht einfach zu überzeugen, sondern ich sage immer gern begeistern. Und gerade auch die regionalen Fachhändler müssen natürlich auch regional bekannt werden. Sie müssen tiefe Einblicke in die Unternehmen geben, um sich letztendlich auch vom Wettbewerb abzuheben. Also das Thema Nummer eins zu verstehen, Personal ist das Allerwichtigste, was ein Unternehmen heute hat. Game Changer Nummer eins. Der zweite Punkt, verstehen, dass es einen Bewerbermarkt gibt, dass Unternehmen sich bei Kandidaten bewerben. Wer heute keine Unternehmenskultur hat und nicht in das Thema Arbeitgebermarke, Employer Branding investiert, wird es sehr, sehr schwer haben, richtig gute Mitarbeiter zu finden und überhaupt in diesen, in Anführungsstrichen, Kampf um die besten Mitarbeiter einzutreten. Lass mich da mal noch ein bisschen nachbohren, weil das kann ich alles unterschreiben. Ich sage mal, ich glaube schon auch, dass ein Unternehmen sich durchaus auch über gute Prozesse und Systeme, Angebote differenzieren kann, die aber natürlich auch nur dann wirklich gut werden, wenn ich halt gute Leute habe, die es dann umsetzen. Also von daher schließt sich da dann wieder der Kreis. Nur einzig und allein gutes Personal glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass es ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist. Was ich nochmal spannend fand, was du gesagt hast, ist, wir stellen hauptsächlich fachlich orientiert ein, ja, und wenn man sich von einem Mitarbeiter trennt, dann liegt es meistens doch auf der persönlichen Ebene. Und das vielleicht auch nochmal zurückgesagt, weil du gesagt hast, die Mitarbeiter schauen sich genau an, matcht jetzt mein Mindset, meine Vision, ja, mein Verständnis von einer guten Unternehmenskultur mit der vom Unternehmen. Ich glaube, in die andere Richtung ist es genauso wichtig zu gucken, passt denn auch der Mitarbeiter vom Mindset her jetzt in mein Unternehmen her? Ticken wir da ähnlich? Haben wir ähnliche Vorstellungen? Weil ich glaube, sonst ist da wirklich auch eigentlich Ärger vorprogrammiert. Ja, absolut. Das Thema Persönlichkeit begleitet mich seit 2017, seit ich mich mit Personalrekrutierung wirklich beschäftige. Grundsätzlich ist, glaube ich, auch erstmal sehr wichtig zu verstehen, worum es bei der Personalsuche eigentlich geht. Klar, Sie haben eine Vakanz, die muss besetzt werden, die Arbeit muss ja gemacht werden. Aber ich frage mich lieber, was wollen Sie damit bezwecken? Was ist für Sie als Unternehmen, bleiben wir mal auf der Handelsebene oder auch auf der Herstellerebene, was ist für Sie als Hersteller oder als klassischer PVHler denn wirklich wichtig? Und das ist relativ einfach. Das ist das Erreichen von Unternehmenszielen. Das ist das Erreichen von Ihren persönlichen Zielen als Inhaber eines Fachhändlers. Und es ist ganz wichtig auch zu verstehen, dass Erfolge immer durch Menschen verursacht werden. Und das meine ich im positiven Sinne. Und wie in unserem Vorgespräch auch schon besprochen, heutzutage ist es so, dass der größte Teil der Unternehmen, und das ist branchenübergreifend, nicht nur in unserer Branche, stellt heute ein aus einer fachlichen Expertise. Aber der Entlassungsgrund Nummer eins oder wenn ein Mitarbeiter von sich ausgeht, ist immer die Persönlichkeit.
Daher ist es extrem wichtig, die passende Persönlichkeit für die entsprechende Aufgabe zu finden. Und es ist ein Ticken wichtiger als diese fachliche Expertise. Persönlichkeit, ich beschäftige mich damit sehr intensiv mit Personaldiagnostik, mit Profiling. Persönlichkeit ist vorgegeben durch unsere Eltern, durch unsere Dinge, die uns widerfahren. Durch die Kindheit sind wir sehr stark geprägt. Und die Persönlichkeit ist grundlegend nicht zu verändern. Sie können Nuancen an sich arbeiten, aber Sie werden aus einem Verwalter nie einen Gestalter machen. Das ist einfach vorgesehen. Jedoch kann ein Mensch fachlich alles lernen. Sie können über Produkte lernen, Sie können Sprachen lernen, Sie können alles lernen. Jeder von uns lernt heute jeden Tag dazu. Ich mache mal ein Beispiel, Michael, um das vielleicht mal so ein bisschen greifbarer zu machen. Stellen Sie sich vor, wir haben einen klassischen PVH-Händler mit Schwerpunkt Handwerkzeuge. Und dieser Fachhändler stellt einen Außendienstmitarbeiter ein von einem Wettbewerb, der 30 Kilometer gegenüber wohnt, der auch den Schwerpunkt im Bereich der Handwerkzeuge hat. Und ich denke, jetzt sind wir uns alle einig, wenn sich so jemand bewirbt, dann können wir sagen, fachlich, der hat dieselben Kunden, der wohnt in der Region, ich brauche ihm einfach nur das andere Trikot zu geben und dann performt er. Das ist soweit so gut auf der fachlichen Ebene. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, der Fachhändler hat das Ziel, dass dieser Mitarbeiter, dieser Außendienstmitarbeiter sehr, sehr stark in das Thema Neukundengewinnung eintauchen soll. Das heißt, das Unternehmen möchte neue Kunden akquirieren. Dieser Mitarbeiter, der dann eingestellt wird, ist aber von seiner Persönlichkeit eher der Verwaltertyp, eher der Farmer, wie man so schön sagt. Das heißt, der seine Kunden ausbaut, pflegt. Das ist aber kein Gestalter, was für so eine Aufgabe die richtige Persönlichkeit wäre, also Neukunden aufreißen. Und letztendlich nützt ihm dann die beste fachliche Expertise nichts und beide Seiten werden letztendlich nicht glücklich werden und werden sich auch wieder trennen. Von daher sind da so meine Empfehlungen, werden Sie sich erstmal klar, was Sie von der Person und von der Aufgabe genau erwarten. Es geht nie um eine Einstellung, dass eine Stelle einfach besetzt ist, dann, damit Sie dann wieder Ruhe haben, sondern es geht letztendlich um Ergebnisse. Es geht um gemeinschaftlich gesteckte Ziele. Von daher mein zweiter Tipp, schauen Sie etwas mehr auf die Persönlichkeit. Man muss eins sagen, das möchte ich natürlich auch erwähnen, natürlich ist fachliche Expertise extrem wichtig. Wenn Sie jemanden suchen, Sie sind ein Arbeitsschutzspezialist und Sie suchen einen Außendienstmitarbeiter, der nur im PSA-Bereich aktiv ist, dann macht es natürlich Sinn, jemanden zu nehmen, der sehr stark im PSA-Bereich seine Wurzeln hat. Aber grundsätzlich sage ich ganz klar, fachliche Expertise ist nicht so wichtig wie die Persönlichkeit. Ein weiterer Punkt ist das Thema Stärken, Schwächen. Widerfährt mir relativ oft in meiner täglichen Arbeit. Und ich sage da auch, versuchen Sie bitte nie, die Schwächen eines Mitarbeiters zu verbessern, weil im Idealfall wird der Mittelmaß und das wird Ihnen auch extrem viel Kraft kosten. Stattdessen würde ich immer sagen, versuch deine Stärken noch weiter auszubauen und den Mitarbeiter entsprechend einzusetzen. Und was ganz, ganz wichtig ist, achten Sie wirklich darauf, was den Mensch bewegt. Was treibt ihn an? Was sind seine Motivatoren? Ich stelle immer gerne die Frage in so einem Vorstellungsgespräch, warum stehen Sie morgens auf? Was sind die Gründe dafür? Da gibt es verschiedene Antworten drauf. Der eine sagt, ich stehe morgens auf, weil ich was bewegen will, weil ich Erfolg haben will, weil ich Geld verdienen möchte. Das ist alles gut. Es gibt aber auch jemanden, der sagt, ich stehe morgens auf, um zur Arbeit zu gehen, um meine Familie zu ernähren, um mein Häuschen abzuzahlen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich will dieses Beispiel nur machen, dass man wirklich darauf schauen muss, welche Persönlichkeit passt in mein Unternehmen, in meine Unternehmenskultur. Weil wenn das matcht, ist die Chance, dass man langfristig zusammenarbeitet, sehr, sehr hoch. Spannend, vielen Dank für das plastische Beispiel da auch an der Stelle. Lass uns mal ein bisschen tiefer Richtung dem digitalen Bereich gehen. Wir haben immer wieder das Thema,
Auch gerade ich persönlich, wenn ich mit Geschäftsführern, Inhabern spreche, dass die auf uns zukommen, sagen, ja, wir haben jetzt eine E-Commerce-Plattform aufgebaut und jetzt stellen wir dann fest, wir brauchen da jemanden, der sich wirklich mit dem Thema auskennt, der sich da reinfuchst, der Kunden berät, der vielleicht auch die Weiterentwicklung mit betreut. Und das stellt gerade, wenn wir jetzt mal so im Handelsbereich bleiben, PVH, SAK, Elektro, dann doch viele auch für Herausforderungen. Wie finde ich denn digital affines Personal? Wenn dir dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Am besten du abonnierst unseren Kanal und aktivierst die Glocke. So wirst du direkt benachrichtigt, wenn wir ein neues Video hochladen und verpasst zukünftig keine Folge mehr. Achso, und hier geht's zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.